Einiger dieser Dokumente fanden wir heraus, dass sie auf Satelliten basierende Energielaserwaffen planen, sowie kinetische Energiewaffen im äußeren Raum, mit denen sie unsere eigenen Satelliten, die sie bis heute nicht hochgebracht haben, ausstatten wollen oder was auch immer. Um in der Lage zu sein, Satelliten auszustatten, bis hinunter zur Erde, sodass die Bedeutung des Beobachtens dieses Tests, den sie machen, vorhanden ist, mit einem gewaltigen Laser, von der Grundbasis aus aufwärts. Auch um zu zerstören potenziell andere Satelliten jeder Sorte, müssen wir uns erinnern, dass dieser Punkt bereits geplant und weit über das hinaus sein wird, dessen wir uns heute bewusst sind. Und das ist der Nutzen von den äußeren weltraumbasierenden Laserwaffen. Sie werden in der Lage sein, das globale Positionsprogramm zu nutzen, um Laser aus dem äußeren Raum zur Erde zu feuern und um fremde Satelliten zu zerstören. Dies alles ist offensichtlich in den Dokumenten von der Luftwaffe, die als geheim klassifiziert wurden und zu denen wir Zugang erhielten. Die raumbasierenden Hochenergie-Lasersatelliten umkreisen die Erde und haben nach kurzer Zeit bereits den Nutzen von globalen Positionen. Sie können dann zu jeder gegebenen Zeit binnen weniger Sekunden ihr Ziel lokalisieren und exakt treffen. Laser tun dies auf dem Weg. Sie senden ihren Strahl aus. Sie brauchen eine halbe Sekunde für den Schuss. In den meisten Fällen werden Sie diesen niemals hören oder sehen. Der Laser kann die ganze Vorrichtung oder das menschliche Wesen ganz herunterschießen. Was Sie hier sehen, ist das embryonale Stadium einer weltraumbasierenden Laserwaffe. What we're looking at is the embryonic status of space-based laser weapons. As we move forward in through the paperwork that we received, wenn wir uns weiter bewegen in den Dokumenten, die wir vom Verteidigungsministerium und dem Pentagon erhielten, finden wir heraus, dass wir dort ein Kapitel haben von Weltraumkontrolle. Das ist die grundlegende Idee, Laser in den Weltraum zu bringen. Die ultimative Waffe sind Laser im Weltraum. Wenn Sie den Weltraum kontrollieren können, haben Sie Ihre Hände auf dem Auslöser. Dann werden Sie in der Lage sein, mit den Lasern alles zu kontrollieren, was auf der Erde ist. Bewegen wir uns weiter in die nächsten Kapitel der Dokumente vom Pentagon und dem Verteidigungsministerium. Wir fanden heraus, dass die Grundlinie dieser weltraumbasierenden unbemannten Luftfahrzeuge die Vernichtung von Zielen durch Waffengewalt ist. Es gibt Variationen davon für globale Kontrolle und globale Macht. Es gibt Variationen von unbemannten Fahrzeugen. Wir zeigen Ihnen reale Grundlagen dieser neuen unbemannten Fahrzeuge und Designs, an denen sie arbeiten. Einige von ihnen sind typische Satellitentypen, einige sind flügellose Fahrzeugtypen. Einige sind typische langgezogene Fahrzeuge für die äußere Weltraumkontrolle. For outer space control of everything. Globale Machtprojektion ist das, worüber wir sprechen, die Kontrolle der Welt. Wir sprechen hier nicht nur über einzelne Satelliten mit Lasern und Mikrowellen für eine weltraumbasierende Waffenherrschaft, die vom Weltraum aus zur Erde hereinstrahlt, um zu töten oder zu zerstören. Wir sprechen hier auch über Produktionen, die auf dem Weg sind, wie das unsichtbare Stealth-Raumfahrzeug, das die Fähigkeit hat, Laser, Hochenergie- und Mikrowellenoperationen mit simultaner Zerstörung in verschiedenen Richtungen auszuführen. For the singular craft, a singular like a stealth type spacecraft, if you will, that will have the ability to carry out laser and high energy and also the microwave type destruction simultaneously in several directions. Dies ist ein geplantes Konzept. Sind bereits in der Lage, damit umzugehen. Feuernde Laser und zerstörerische kinetische Energiewaffen, die in verschiedene Richtungen gleichzeitig arbeiten. So it won't take several craft to carry out a small war. Wenn diese Einheiten platziert sind, muss nur der Auslöser betätigt werden, um vom äußeren Raum aus das Ziel auf der Erde zu zerstören.
Die Frage ist, wann und wo das sein könnte und wer dann seine Hand auf dem Auslöser hat. So spreche ich hier wieder. Meine Power scheint ein wenig erschöpft. Während ich zu mir selbst zurückkehre, werde ich wieder an die Fernsehkontrolle zu Ihrer Zeit gehen. Wenn Sie möchten, können Sie wieder eine Pause einnehmen. Wenn dies Ihre erste Pause ist, stellen Sie sicher, dass es keine Unterbrechung während des restlichen Videos gibt. Herr Fletcher wird bald weitermachen mit mehr unglaublichen Zerstörern. Wir werden Ihnen weitere geheime Waffen zeigen, so wie sie von klassifizierten Informationen der Luftwaffe im Pentagon herausgegeben wurden und einige der erstaunlichsten Zerstörer, die Sie jemals gesehen haben. Ich muss jetzt eine Pause machen für eine Energieaufladung. Meine Stimme ist ein wenig erschöpft. Ich bedauere dies. Nehmen Sie nicht mehr als 10 Minuten. Danke. Ein kleines Errata, der Sekretär im Verteidigungsministerium heißt nach unseren Recherchen nicht Coward, sondern Cohen. Okay. Lassen Sie uns starten in die nächste Sektion. Ich fühle mich jetzt gut. Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt besser. Ja, Sie. Hier ist Herr Fletcher wieder einmal. Bitte geben Sie Ihre Aufmerksamkeit. Jemand machte zu viel Lärm in den letzten Minuten. Das war sehr unterbrechend. Bitte machen Sie keine unnötigen Bewegungen und stoppen Sie dieses unnötige Menschliche. Danke, und nun hier ist Herr Fletcher. Öffnen Sie Ihre Augen. Kaum zu glauben. Die Mikrowellenwaffen, von denen es verschiedene Typen gibt, wurden konzeptionell entwickelt in den Oak Ridge Laboratorien in Tennessee. Much of which were actually developed at the Oak Ridge Laboratories in Tennessee. These are tunable weapons. Die sind gebrauchsfähige Waffen. Der Effekt kann eine Person steinigen, stoppen, verwirren oder aufmischen. Sie können damit auch Barrieren aufsetzen, wenn Sie dies wollen. Das heißt, Sie setzen damit unsichtbare Mikrowellenstrukturen auf, und wenn jemand diese Barriere überschreitet, wird er entweder sehr schlimm verbrannt oder erleidet hohes Fieber, Verlust des Gedächtnisses, Verlust der Logik, Verlust der normalen Gehirnfunktion, Ergreifung oder Beeinträchtigung seiner motorischen Funktion durch diese unsichtbaren Strukturen. Or seizures and of course the impairment of motor function. Seizures and die Ergreifung und der steinigende Effekt.